Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir Team Galaktik im Windkraftwerk ein bisschen aufgemischt. Und nun sind wir auf dem Weg nach Ewigenau, wo die nächste Arena auf uns wartet. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, bis wir dort sind, denn es warten auch einige Trainer auf uns, die wir erstmal bekämpfen möchten. So, Aquawelle. Oh, ich liebe Aquawelle. Das ist so angenehm, weil Plipprin kann ja nur Blubber. Und dann ist die Aquawelle natürlich ziemlich praktisch. Aber naja, ich denke, Plipprin sollte recht bald Blubstrahl oder ähnliches lernen. Dann ist das auch kein Problem mehr. Auf jeden Fall werden wir diese Route hier in diesem Part auf jeden Fall in Angriff nehmen. Eventuell können wir sogar noch in den Wald gehen, mal schauen. Auf jeden Fall wird dieser Part überwiegend aus Trainerkämpfen bestehen, aber das gehört eben dazu. Das macht Pokémon ja irgendwie auch aus. Ansonsten werden wir jetzt erstmal eine ganze Weile mit diesem Team hier weitermachen, sprich Plipprin, Staravia, Luxio und Schalellos. Kleinstein zählt ja nicht wirklich, ist ja nur wegen Zertrümmerer im Team. Unser nächstes Teammitglied, beziehungsweise unsere nächsten beiden Teammitglieder, werden wir vermutlich irgendwo zwischen der zweiten und dritten Arena bekommen. Also es dauert noch ein bisschen. Und unser letztes Teammitglied, weil ich sagte ja, Staravia wird nicht bis zum Ende im Team bleiben, das bekommen wir erst ganz, ganz, ganz spät. Hallöchen. Ich liebe Pokémon, die süßlich riechen. So wie dieses hier. Riech doch mal. Ich verzichte, danke. Hast du jetzt ein Knospi oder sowas? Nee, ein Roselia. Okay, macht auch ein bisschen mehr Sinn. Oh, schon Level 14. Nicht schlecht. Aber du hast doch nur ein Pokémon. Von daher gesehen. Also bis wir unser vollständiges Team haben, wird es noch eine ganze Weile dauern. Das auf jeden Fall. Aber ist ja auch nicht schlecht. Ihr könnt ja mal so ein bisschen spekulieren, aber ich denke, wer mich kennt, der sollte da ziemlich leicht drauf kommen. Doch, ich glaube, da kann man drauf kommen, wenn man ein bisschen nachdenkt. So, was ist hier unten noch? Schauen wir mal. Eine Trainerin. Aber jeder stellt sich sein Team sowieso anders zusammen. Jeder bevorzugt sowieso einen anderen Starter. Und auch generell andere Team-Pokémon. Also ich habe schon oft gelesen, unter anderen Projekten von mir, dass Leute sich überhaupt nicht mit meinem Team identifizieren konnten und gemeint haben, das geht doch gar nicht, ich habe eigentlich ein komplett anderes Team, das ist doch voll doof. Ja, das kann jeder sehen, wie er möchte. Jeder hat eben so eine andere Vorstellung von einem perfekten Team. Und deswegen, also ich komme damit super klar und das ist die Hauptsache. Und ich mag Leute nicht, die sowieso der Meinung sind, ihre Teamzusammenstellung ist die beste und jede andere Zusammenstellung ist doof. Ich mag das nicht. Ich habe ja nicht wirklich was gegen Elektro-Pokémon, ne? Noch nicht. Also ich weiß nicht, man muss doch ein bisschen tolerant sein, was andere Zusammenstellungen angehen. Und auch die Leute, die meinen, ja, beispielsweise jetzt Luxio vielleicht, das ist total Mainstream. Jeder spielt mit Shinux. Das ist doch voll langweilig. Oh je. Also, weiß nicht. Sehe ich nicht unbedingt so. Bei gewissen Pokémon mag es so sein, die werden grundsätzlich immer genommen. Aber ich finde es ein bisschen schwachsinnig, sich darüber aufzuregen. Ich mag mein Team und das ist die Hauptsache. So. Ich hoffe, die Geduld killt uns jetzt nicht. Nein, okay. Ich meine, Funkensprung ist jetzt nicht die beste Wahl, aber ich habe ansonsten drei Pokémon, die anfällig sind gegen Elektroattacken. Und das finde ich nicht so lustig. Okay, ich hätte Kleinstein, aber naja. Ansonsten, wir werden auf jeden Fall noch ein Pokémon ins Team holen, was die Elektroschwäche abdeckt. Ansonsten macht das Gastrodon später. Ist ja Wasserboden. Von daher gesehen passt das schon. Oh, du bist schockiert. Das tut mir leid.
Übrigens, diese Lüftungsschächte hier, die sind dafür da, weil komplett Sinnoh ist quasi unterkellert. Es gibt hier nämlich den Untergrund, den werden wir auch noch besichtigen können später. Da kann man nach Fossilien und Edelsteinen graben. Und dafür sind eben die ganzen Lüftungsschächte da. Finde ich gar nicht schlecht gemacht. Ja, ich weiß, nein. Item! Oh, ein Heilball. Okay. Ansonsten möchte ich auch ganz gerne im Laufe dieses Projektes auf jeden Fall noch Gäste dazu holen. Lassen wir mal so. Allerdings, momentan bin ich so ein bisschen noch im Stress, sag ich mal. Also ihr dürftet diesen Part so Mitte Mai sehen. Und da habe ich ja dann gerade meine Abiturprüfung hinter mir. Und natürlich, ich nehme den Part jetzt gerade vor meinen Prüfungen auf, da ich ja so ein bisschen auf Vorrat aufnehmen muss, deswegen, damit ihr auch genug Videos habt. Und ich habe einfach nicht viel Zeit momentan. Ich meine, ich nehme mir die Zeit für meine Parts, ich mache es auch ganz in Ruhe, wie immer, und mit ganz, ganz viel Spaß. Nur, ich habe eben ansonsten nicht so viel Zeit und mit Gästen aufzunehmen, setzt immer voraus, dass ich genug Zeit habe und dass die andere Person genug Zeit hat. Denn es ist ja nicht damit getan, wir nehmen jetzt eben 15 Minuten auf und fertig. Man redet ja vielleicht auch noch ein bisschen und so weiter. Dementsprechend, das kostet einfach Zeit. Und überhaupt erstmal einen Termin zu finden, das ist auch nicht so einfach. Und das kann ich momentan einfach nicht. So. Hallo Wanderer. Aber es wird auf jeden Fall später Gäste geben, das habe ich mir fest vorgenommen. Das habe ich bei Heart Gold so ein bisschen vernachlässigt. Weil es werden später noch Stellen kommen mit extrem langen Routen oder Höhlen. Da werde ich mir auf jeden Fall irgendwen dazu holen. Oder aber, wenn ich legendäre Pokémon fange, sowas halt. Da bietet sich das ja immer an. Also ich habe es nicht vergessen oder so, aber momentan ist es einfach etwas schwierig. Nicht schlecht. Du hast die Orientierung verloren. Das kenne ich so ein bisschen. Da habe ich auch so meine Erfahrungen mitgemacht. Aber Gott sei Dank bin ich ja ein Mensch, der immer alles planen muss. Und wenn ich dann irgendwo hin möchte, beispielsweise wenn ich Zug fahre, dann informiere ich mich immer ziemlich gut, wann ich wo umsteigen muss und so weiter. Ansonsten wäre das auch etwas kritisch. Oh, eine Claire. Sehr schön. Mit einem Macholo. Die sind hier echt schon ziemlich hoch im Level. Aber ich hatte ja sowieso gesagt, ich muss vor der nächsten Arena mal trainieren. Das werde ich auf jeden Fall auch tun. So. Wow, Energiefokus und Gesichte. Ich bin schockiert. Was ich auch ganz interessant finde, es ist ja schon sehr lange bekannt, dass ich gerne Pokémon Platin LPen möchte. Und mich haben im Vorfeld, bevor ich überhaupt mit dem Aufnehmen angefangen habe, schon Leute gefragt, was ich danach machen möchte. Das finde ich ausgesprochen interessant. Das Projekt hat noch nicht angefangen, aber die Leute möchten schon wissen, was danach kommt. Man muss dazu sagen, dieses Projekt hier wird eine ganze Weile dauern. Ich habe bislang Smaragd, Schwarz und Heart Gold LP'd, was die Edition angeht. Und ich habe 58, 52 und 65 Parts gebraucht, wobei Heart Gold natürlich eine Ausnahme ist, weil Heart Gold und Soul Silver umfassen ja zwei Regionen, nämlich Kanto und Johto. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Kraftreserve ist, aber wir probieren es einfach mal aus. Yay! Okay, ich glaube, wir wechseln mal. Ich glaube, Amde hält das noch aus. Es wird ziemlich angeschlagen. Also ich vermute, dieses Projekt hier wird bis September, Oktober laufen ungefähr. Und für die Leute, die jetzt meinen, ja, dann kannst du ja direkt Pokémon X und Y LPen danach, kommt ja hin. Nein, ich werde X und Y irgendwann bestimmt Let's Playen, aber nicht zum Release. Habe ich schon des Öfteren gesagt, aber die Frage wird ja immer wieder gestellt. Also, ich möchte Editionen
generell nicht blind spielen. Ich möchte wissen, wo ich hin muss. Ich möchte wissen, mit welchen Personen ich reden muss. Ich möchte mir im Vorfeld mein Team zusammenstellen können. Ich vergesse mal den Silberblick. Und vor allen Dingen, ich möchte die neuen Pokémon kennen. Das ist das Allerschlimmste. Wenn es ein Remake wäre von was auch immer, okay. Aber ich möchte die neuen Pokémon gerne kennen. Deswegen nein. Ob ich nach Platin direkt weitermache mit der nächsten Edition oder ob ich einem anderen Projekt den Vortritt lasse, das weiß ich persönlich noch nicht. Schauen wir einfach mal. Schutz ist wirklich sehr nützlich, findest du nicht auch? Ja, das stimmt. Yay, ich kann mich ausruhen. Sehr schön. Ihr seht wieder richtig erfrischt aus. Das ist doch toll. Also ich weiß nicht. Also ich möchte auf jeden Fall noch Pokémon Schwarz 2 LP'n. Ewigwald. Pokémon Blattgrün und X oder Y, je nachdem. In welcher Reihenfolge, das weiß ich noch nicht. Und ich würde sagen, wir betreten einfach mal den Ewigwald. Hallo, mein Name ist Reissa. Und du bist? Oh, du bist also Svenja. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Svenja, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald gehen, aber allein habe ich Angst. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galaktik nennen. Ich denke, wenn man nicht allein geht, ist man auf jeden Fall sicherer. Kann ich bitte mit dir gehen? Ich habe ja scheinbar keine Wahl. Ich will deine Pokémon stets in Topform halten. So, der Ewigwald, wo der Fluss der Zeit nie versiegt. Wir laufen jetzt mit Reissa durch den Ewigwald. Heißt, wir finden erstmal ein Gegengift. Sowohl bei Trainerkämpfen, wobei ich glaube nur bei Doppelkämpfen, aber auf jeden Fall bei wilden Pokémon, haben wir jetzt immer Doppelkämpfe. Das heißt, es tauchen zwei wilde Pokémon auf und wir haben eben unser erstes Pokémon, in dem Fall Bardi, und sie hat ihr Scharnierer. Das ist wahnsinnig gut, um zu trainieren. Vor allen Dingen, weil wir nach jedem Kampf wieder voll geheilt sind. Das ist unglaublich praktisch. Sowohl bei Trainerkämpfen, die wir alleine oder mit ihr bestreiten, als auch bei wilden Pokémon. Ich glaube, man kann allerdings die wilden Pokémon nur fangen, wenn man das eine schon besiegt hat. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das hier war. Man muss dazu sagen, das war in Diamant und Perl auch schon so. Da hat uns Reissa auch schon begleitet. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Level 20 hatte, aber auf jeden Fall hatte sie ihr Scharnierer. Ich muss sagen, ich finde es eine interessante Idee, dass uns Leute begleiten. Das wird auch noch öfter vorkommen, dass wir Begleitschutz haben. Finde ich recht interessant, muss ich sagen. Vor allem ist es immer an relativ praktischen Stellen, wie hier jetzt zum Beispiel im Ewigwald, der doch recht groß ist, beziehungsweise wo uns viele Kämpfe erwarten. Da finde ich das echt praktisch, jemanden dabei zu haben, der uns immer heilt. Ist ganz spannend, finde ich. Also ich finde das gut. Weil man sagen muss, in Diamant und Perl war es recht nervig, weil die Partner irgendwie immer nutzlos waren, meiner Meinung nach. In Platin machen sie sich schon ein bisschen besser. Ist eventuell auch nur persönliches Empfinden, aber irgendwie glaube ich, ist es wirklich so. Was hast du zu sagen? Ich suche nach Käfer-Pokémon, damit ich in der Ewigenau-Arena Chancen habe. Schön. Haben wir hier auch irgendwo Trainer? Hallo. Achso, das hier ist übrigens der moosbedeckte Felsen. Er fühlt sich herrlich kühl an. Wenn wir unser Evoli hier trainieren, im Ewigwald, dann entwickelt er sich zu Fulipoba weiter. Ist da unten noch irgendwas? Nee, da komme ich her. Nein! Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen trainieren nach dem Part. Denn es ist echt praktisch. Man kann zwei Pokémon gleichzeitig bekämpfen. Und man wird immer wieder geheilt. Das ist genial. Aber es kann unter Umständen ziemlich langwierig sein, hier durchzulaufen. Deswegen, ich denke, ich werde versuchen, mich vom hohen Gras fernzuhalten.
Aber trainieren werde ich hier auf jeden Fall. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Man kann hier echt gut trainieren. Nassmacher. Sehe ich aus wie ein Feuer-Pokémon? Eierbombe. Das wollte ich besiegen. Manno. Ich weiß gar nicht, was Scharnierer kann. Sie kann auf jeden Fall Eierbombe, wie wir sehen. Ich glaube, sie kann auch noch Weichei oder sowas. Aber solange sie Eierbombe macht, ist alles gut. Macht nämlich schön viel Schaden. Und ich möchte noch ein paar Trainerkämpfe machen in diesem Part. Denn das waren doch weniger, als ich gedacht hätte auf der Route. Irgendwie habe ich die länger in Erinnerung. So, da haben wir einen Doppelkampf. Den könnten wir umgehen, wenn wir Zerschneider könnten. Kann ich aber nicht. Auf einem Gewaltmarsch? Okay. Mädel, das ist Pokémon. Da ist nichts mit Gewalt. Wobei, ja, Pokémon sind kein Mittel für Kriege. Und dann kam Pokémon Conquest. Also ganz so stimmt es nicht mehr. Oh, du kannst Funkensprung. Eieiei. Das hatte ich jetzt irgendwie unterschätzt, beziehungsweise ich habe mich auf das Level von dem Pachirisu geguckt. Es wird dringend Zeit, dass wir ein Pokémon haben, was stark gegen Elektro-Pokémon ist. Aber das kommt alles mit der Zeit. Ich meine, Shalelos entwickelt sich auf Level 30 zu Gastrodon und ist dann resistent gegen Elektro-Attacken. Und ansonsten bekommen wir auch noch ein Pokémon, was da recht gut gegen ist. So, ich habe Biss gelernt. Wollt ihr mal sehen? Ich hatte es ja schon mal gesagt, in Pokémon Diamant und Perl lernt Shinox-Luxio erst Biss, dann Funkensprung. Und hier ist es genau umgekehrt. Finde ich auch viel angenehmer. Shaloku. Wow. Ich bin begeistert. Da mache ich aber mal Funkensprung. Ist zwar auch nicht das wahre gegen ein Käfer-Pokémon, aber es hat Stab. Aber die Eierbombe scheint keine hundertprozentige Genauigkeit zu haben. Das weiß ich nicht auswendig. Ich spiele nie mit Eierbombe. Ich spiele auch eigentlich nie mit Scharnierer. Ich meine, Scharnierer oder Hytera später, das ist schon eine defensive Wand. Oh, Papinella. Aber irgendwie, weiß nicht. Ich mag Papinella. Papinella war Käferflug. Dementsprechend tut das ganz schön weh. Wow. Nicht schlecht. So, das hätten wir. Nein, ich wollte nicht auf den Pokédex klicken. Bin mein eigener Pokédex. Aber Amde levelt ganz schön so nebenbei. Den kann man nämlich sehr gut gebrauchen mit dem Funkensprung. So, Paraheiler. Ich sollte unbedingt in der nächsten Stadt mal wieder einkaufen. Fällt mir gerade so ein. Doppelkampf? Ja, komm. Wenn dann schon richtig. Ich mag Doppelkämpfe. Ich muss auch sagen, in Schwarz und Weiß wurden ja die Dreierkämpfe bzw. die Reihumkämpfe eingeführt. Die sind auch recht lustig, muss ich sagen, aber ich bevorzuge immer noch die Doppelkämpfe. Die finde ich super. Vor allen Dingen in Pokémon Kolosseum und XD finde ich die richtig toll. Ach ja, richtig, Bedroher. Ist im Doppelkampf sicherlich auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man dann so Luxio und Staravia draußen hat. Sehr effektiv. Also Kampf.
Hast du auch Kraftreservekampf? Scheinbar. Müsste ja eigentlich. Was anderes würde mir nicht einfallen. Tschüss, Abra. Obwohl die schon Level 17 haben, nicht schlecht. Aber Abra ist auch so ein Pokémon, was später richtig, richtig gut ist, wenn man es dann irgendwann zu Simsala entwickelt hat. Aber am Anfang ist es echt mühselig zu trainieren, genau wie Karpador. Oder Barschwa. Aber ohne Fleiß keinen Preis. Oh, Level Up. Schön. Notsituation. Naja, wir können mal auf den Heuler verzichten. Auch wenn ich nicht so der Fan von Notsituationen bin. Genau. Beste Antwort. Ich mag das übrigens auch mit diesen Wolkenlöchern hier. Ich finde das irgendwie... ich weiß nicht, ich mag den ewigen Wald. Ne, Ewigwald, genau. Ich finde den einfach von der Atmosphäre her sehr schön. Vor allen Dingen, wo ist mein Schutz? Ich weiß, ich habe Schutz. Da. Ich finde es schön, dass wir mit Reißer hier durchlaufen. Das gefällt mir. Ich mag die Atmosphäre hier. Irgendwie ist alles so ein bisschen düster und trotzdem kommt noch so ein bisschen Sonne durch. Das ist schön. Yay, Käfersammler. Wobei man sagen muss, das hier ist der Ewigwald. Und dann gibt es noch Schwarz und Weiß, beziehungsweise Schwarz und Weiß 2. Da gibt es den ewigen Wald. Das werfe ich auch immer durcheinander. Das finde ich so dämlich. Wieso konnten die sich keinen anderen Namen ausdenken? Wieso mussten die den übernehmen? Die haben nur zwei Buchstaben drangehangen. Ewigwald, Ewigenwald. Wobei ich finde, Ewigenwald, das hört sich irgendwie dämlich an. Keine Ahnung, warum sie es so beibehalten haben. Oh, das tat weh. Da hat Nils ganz schön reingehauen. Ich hatte nichts anderes erwartet. Oh, Pudox. Dann hast du bestimmt noch ein paar Nekon. Pudox ist auch so ein bisschen hartnäckiger als Papinella, habe ich so das Gefühl. Wobei ich Papinella wirklich lieber mag. Aber nichts geht über Smetbo. Ich finde zwar Papinella rein optisch schöner als Smetbo, aber Smetbo hat so ein bisschen den Kindheitsbonus, weil das ja zu den ersten gehörte. Und man muss sagen, wenn man sich das mal so anschaut, die Generation, viele behaupten ja, die erste Generation ist die beste. Nicht unbedingt. Also da gibt es auch einige Pokémon, die ich nicht so toll finde. Aber Smetbo finde ich zum Beispiel sehr toll und ich mochte diese Folge im Anime mit Smetbo. Die war auch richtig traurig, wo Smetbo eben dann davon geflogen ist. Das hat mich traurig gemacht. Aber ich mag Smetbo sehr gerne. So, nochmal Schnabel. Und dann war es das für das Panekon. Zack. Das Bomi ist ganz schön hartnäckig. Bomi gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen. Einmal in grün mit so Blättern. Dann diese Form hier, so ein bisschen sandig. Und dann gibt es noch ein rosafarbenes Bomi. Und ich glaube, Bomi entwickelt sich ja zu Bomadam. Wo es dann auch wieder drei Formen gibt. Da ist übrigens die rosafarbene Form. Oder, ich glaube, zum Moterpel. War das nicht irgendwie männlich-weiblich? War da irgendwie der Unterschied? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe selten irgendwie Bomi im Team gehabt. Ich habe es nur irgendwann mal entwickelt, wie ich den nationalen Pokédex gefüllt habe. In Diamant. Ne, in Perl, genau. Ich habe mir irgendwann mal die Zeit genommen, alle 400... 65 oder so Pokémon hier zu sammeln. Das war verdammt viel Arbeit. Aber ich habe es geschafft. Den Spielstand habe ich auch immer noch. Den lösche ich auch nicht mehr. Okay, ich stelle mich mal hier unten hin. Dann weiß ich, wo ich herkam. So. Denn ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!
Ciao, Leute!